Also nun sind wir in der Kanalisation und haben einen Speicherpunkt gefunden. Jetzt möchte ich mal gucken. Ja, bei Karte haben wir keine. Von da sind wir gekommen. Hier sind ein paar Patronen, die wir nicht tragen können. Dann gehen wir mal wieder runter. Es ist ein Irrgarten, hey. Und hier geht es nicht weiter. Jetzt habe ich mich wieder verrannt, ne? Oh, ist das unglaublich nervig, ey. Ja, ich komme nicht runter, ne? Deswegen. Wo ist dieses Vieh? Ich habe es nämlich gesehen. Das ist eins von denen, das ich mit der Kreissäge erledigt hatte. So. Müssen wir wieder zurück. Tür 4. Das ist die, wo wir gekommen sind. I'm gonna hold it open. You come through. Nö, aber ich möchte da ja nicht hoch. Ach Gott, wenn wir nur eine Karte hätten. Und da kommt auch nicht durch. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. So, wieder durchs Wasser. Mich blendet gerade extremst die Sonne, wodurch ich jetzt nicht wirklich gut sehe, aber ja, wird schon werden. Es wird schon werden. Ja, da war die Munition, die wir nicht nehmen können. Oh, es ist ein Irrgarten. Ach so, da war das. Und da ist zu.
Da ist der Speicherpunkt. Ich glaube, wir müssen da runter. Jetzt möchte ich nur noch schnell hier schauen. Und hier wäre auch wieder Arschrot. Das können wir gut gebrauchen. Karte. Hui. Endlich. Es ist natürlich nicht angezeichnet, von wo wir heruntergefallen waren. Das ist ein bisschen scheiße. Aber wir werden es schon irgendwie hinkriegen. Ne? Gate 4, ja, da waren wir davor. Das hier. Ne, also ich glaube. Ich glaube. Ja, also ich nehme an, wir müssen jetzt da runter. Und wieder hoch. Ich rüste mich mal mit der Waffe aus, weil man weiß ja nie, was hier unten so abgeht. Ich muss mich jetzt selbst erstmal orientieren. Weil so wirklich wissen tue ich nicht, wohin wir gehen müssen. Und was alles auf uns zukommt. Na, hier geht's mal nicht weiter. Aber wir werden den Weg schon finden. Karte hätten wir ja auch. Und hier ist zu. Gate 8 war das, ne? Und da kommen wir eben nicht weiter, aber... Mal schauen, was da oben ist. Ah ja, ein Heiltränkchen, ne? Das ist immer gut. Es ist wieder mal so ein Irrgarten. Hier geht's. Jetzt haben wir praktisch irgendwie die Runde gemacht. Ich würde mal sagen, wir gehen da runter. Weil irgendwo muss es ja weitergehen. Da ist Sackgang, ne? Ja. Jetzt sind wir halt wieder da. Und drehen uns im Kreis. Auch immer lustig. Es ist ja auch extrem dunkel, ne? Also wirklich weit sieht man nicht. Aber hier ist ein Tor. Das kann man hochkurbeln. Mal hoffen, es funktioniert. Ja. Dieses Ding bewegt sich nicht.
Okay. Alex, hier ist noch ein Tor, das ich öffnen kann. Geh den Weg zurück. Okay, dann müssen wir das andere Tor suchen. Schauen wir mal. Jetzt hängt es wieder. Ja, und da ist wieder so ein Scheißvieh, an dem wir natürlich wieder unsere komplette Munition verbrauchen. Aber was soll's? Irgendwie wird's schon weitergehen. Jetzt mal gucken, wo wir dieses Tor finden. Das ist sehr verwirrend hier unten, aber das ist natürlich bewusst so gemacht, dass man sich immer wieder verrennt und jahrelang herumsuchen muss. Das war das Tor 8 und da hinten ist L. Und schon wieder so ein Scheißvieh. Aber glücklicherweise kratzen die relativ schnell ab. Im Vergleich zu vorher, ne? Geht's jetzt eh recht gut. So, jetzt ist das jetzt. Ich gehe mal da runter. Würde ich sagen, ne? Und wieder hoch. Irgendwo wird das Tor schon sein, wo sie auf uns wartet. Erstmal Munition. Die braucht man immer. Schon sehr gruselig hier unten, ne? Vor allem, weil es eben so dunkel ist und man wirklich nicht weit sieht, trotz Taschenlampe. Ich möchte nicht wissen, was hier für ekelhafte Viecher lauern. Aber hier ist das Tor. Wir haben es gefunden. Und wieder so ein Scheißvieh. Also die mag ich am allerwenigsten. Die und die Smog. Also das sind die wirklich die schlimmsten. Wobei die einen grässlich. Oh Gott. Die klettern auch an die Decke. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Ja, schade, dass das Spiel bei mir so extreme Probleme macht. Also es ist fast unmöglich, das so zu spielen, eben weil es so wahnsinnig ruckelt. Ja, die Munition kann ich nicht nehmen, weil ich nicht mehr tragen kann. Das ist natürlich voll blöd, weil, wie wir wissen, verbraucht man die relativ schnell. Und wer weiß, ob ich hier nochmal zurückrennen kann, ne? Wahrscheinlich nicht. So. Mal schauen, wo wir sind, ne? Wo wir entlang müssen. Und schon wieder so ein
So, hier ist mal zu. Was ist denn da oben? Aha. Da geht's runter. Mal schauen, was da ist. Im Wasser werden sicher wieder irgendwelche Biester lauern. Ja. Wo bist du, du Scheißvieh? Aha. Nimm mal das Rohr. Weil die sind jetzt eh nicht so gefährlich. Die kann man glücklicherweise mit dem Rohr erschlagen. Die Kettensäge ist bei denen auch recht sinnvoll, aber nur bei denen, so wie es aussieht. Also runtersteigen will ich jetzt mal nicht, auch wenn da unten so ein Vieh ist. Und von hier oben kann ich das, kann ich es leider nicht erschlagen, aber ich möchte jetzt echt mal weiterkommen. Ja. Dann gehen wir mal hoch und lassen das Vieh da unten, in der Hoffnung, dass Al sich gut, dass Al gut vorwärts kommt. Aber wird schon irgendwie passen. So, hier geht's mal nicht weiter. Den ziehen wir mal hoch, ne? Vielleicht öffnet sich dann die Tür. Oder auch nicht. Ups. Ah, die mag ich ganz besonders. Hey, die sind... Wegen denen habe ich keinen... Hatte ich damals keine Halttränke mehr. Und auch keine Munition mehr natürlich, weil... Aber vorwiegend liegt das Problem schon nur daran, dass mein Computer eben zu neu ist, zu modern ist für das alte Spiel. Leider. Oh, Pistolenmunition, das ist super. Aber wir können wieder mal nicht alles tragen. Das ist auch schon irgendwie krass, weil... Es nervt halt tierisch, dass man nicht, dass ich nicht alles mitnehmen kann. Jetzt hängt es wieder. Ja, und das ist halt auch wieder so ein nervtötender Grund, dass ich immer wieder Standbilder habe. Also, man wartet, also ich zumindest warte hier ewig. Die Ladezeiten dauern mindestens 10 Minuten und eben dann dauern diese Standbilder, die minutenlang andauern. Also, man ist wirklich mehr am Warten als wir am Spielen, als am Spielen. Deswegen frage ich mich, ob ich überhaupt noch weiterspielen soll. Finde ich zwar extrem schade, weil ich würde es so gerne wieder spielen, aber auf diese Weise macht es echt keinen Sinn. So.